Trefferquote relativ schlecht. Weg. Das ist mir auch wurscht. Hauptsache, hier fällt einer nach dem anderen um. Oh, Gesundheit kritisch. Ich hätte das Ding einfach in die Luft jagen sollen. Okay. Ich sollte meine Pfeile wiederholen. Dang it. Was soll denn der Käse? Noch ein Pfeil, ansonsten keine Pfeile, aber auch nicht mehr viele Gegner. Du kannst genau da stehen bleiben, habe ich kein Problem mit. Habe ich die tatsächlich angepinnt? Ich habe einen Alien an die Wand gepinnt. Okay, das ist auch mal eine Leistung. Ein Alien, das liegt ja schon mal ein bisschen mehr als ein normaler. Kann ich hier irgendwie Licht anmachen? Das sieht auch angepinnt aus. So. Wollen wir doch mal sehen. Gebracht. Ah, F halten, um mich umzusehen. Das wird also mein nächstes Ziel. System X. Der Alpha-Chef. Das wäre etwas merkwürdig, dass er sich als Statue tarnt. Das wäre tatsächlich etwas strange. Raus hier! Nein! Psycho? Ich höre dich. Brauchst du was? Nein. Wollte mich nur melden. Bin in etwa 30 Minuten am Treffpunkt. Guck mal einer an. Daten gefunden, ohne dass ich sie gescannt habe. Wunderbar. So muss das laufen. Irgendwas hier merkwürdig. Wir sind keine Gegner, keine Gegenstände, kein gar nichts. Okay, Cell Heinis. Die scheinen eine Falle ausgelöst zu haben. Ich würde dann gerne noch das scannen, damit ich das auf dem Schirm habe. Ich hier rein. Wunderbar. Schön. Kritischer Treffer am Turm. Alle Abwehrsysteme ausgefallen. Rückzug. Rückzug. Turm 436. Wir können uns nicht halten. Wir werden jeden Moment überrannt. Feindpräsent wissen es. Alles Scheiße. Wir sind da. Töte 50 Gegner. Wow. Notsignal aktiviert für Sektor Alpha 9. Alle Einheiten zurückziehen. Ist das immer noch leichte Panzerung? Und 426 sammeln.
Naja. Was soll's. Ach, das letzte Mal bin ich gestorben, als ich... Aha. Guck mal, aus der Distanz hacken. Deswegen konnte ich das nicht scannen, weil es einfach nur so ein blödes Ding ist. Gott, können die laut schreien, das ist ja echt nervig. L-Tag und eine Grendel. Naja. Eine Grendel. Stoppwirkung. Naja. Prophet, immer noch keine Spur von Rush. Dafür haben wir Self-Aktivität im gesamten Dom. Self wird ausgelöscht. War das nicht das, was wir wollten? Abgesehen davon, dass... dass wir... Gängeskirchen nicht unbedingt Cell auslöschen wollten. Ah. Achso, da kann man durch. Okay. Jetzt hätten wir hier noch Grenades, Pfeile, wahrscheinlich noch eine Grendel, die mir deswegen nicht angezeigt wird, weil ich sie schon in der Hand halte. Drei, zwei, eins. Fuck. Das ist ein Pyroxenus. Ein Scorcher. Die kenne ich nur aus Cells Forschungsakten. Ich dachte, ich wäre unsichtbar. Fataler Treffer. Jetzt können wir ja gerade nochmal in... Nein, auf H war das. Naja, ein bisschen mehr Damage habe ich jetzt schon absorbiert. Das stimmt schon soweit. So, für den Notfall lasse ich das mal auf Explosionspfeil. Das hat dieses System ja schnell außer Gefecht gesetzt. Da ist nix. Und... Prophet, das Kommunikationsnetz ist bald wieder online, aber unsere Feldkommandeure melden von überall wiederbelebte Seth. Der Dom ist noch intakt, aber im Innern... Mein Gott. Sie löschen alles Menschliche aus. Ich muss rasch finden. Ich bin für sowas nicht ausgebildet. Prophet, Vorsicht! Sie nähern sich einem deaktivierten Pinger. Angesichts der Self-Aktivität könnte er reaktiviert werden. Sie sollten ihn umgehen. Vermutlich, aber wenn er eine Energiequelle hat, kann ich sie vielleicht nutzen. Oh, verdammt. Guck mal, ich kann ihn hacken. Was ist denn jetzt los? Okay, nur wenn ich ihn gerade gehackt hatte, nehme ich doch mal an. Ich glaube, ich habe nur einmal die Möglichkeit, sie zu hacken. Da hinten wäre noch einer. Nein. Granate. Nicht viel ausgemacht, das ist doof.
Elektro- oder Explosionspfeile wären eigentlich noch eine Option. Ja, das Problem ist, anfangen zu quasi selbst zerstören. Nicht so gut geklappt. Vielleicht kriege ich ihn ja tatsächlich wieder mit dem Bogen. Keine Munition mehr in der Spalte. Okay. Genau, der gehört zu denen, die ich noch hacken kann. Hab ich noch Granaten? Dann nehme ich doch mal die hier. Die ein wenig näher. Okay, gut, er kommt auf mich zu. Was zur Hölle? Wieso zur Hölle? Okay, ich glaube, ich muss dem seine Rübe treffen. Könnte ich bitte? Danke. Mein Gott, das klappt einfach gerade gar nicht. Ich würde ja gerne wissen, ob das jetzt meine Trefferquote von 40%. Also treffen tue ich die Teile schon. Da lande ich Treffer, sie prallen nur gerade ab. Guck doch mal einer an, jetzt fängt er an zu brennen, der Gute. Das heißt, sein Köpfchen muss ich treffen. Theoretisch. Da, das funktioniert also doch. ...91 Schuss nachgeladen. Wunderbar. Wie wär's, wenn ich mehr... Komm ich hier? Ich komme von innen bestimmt raus. Oh, Granaten? Habe ich alle verbraucht. Da liegen aber noch welche drin. Munition habe ich noch. Diesmal gefällt mir das eigentlich ganz gut. Wollen wir noch mal sehen. Machen wir mal hier Rotpunkt. Sind sie denn? Sind sie denn? Vielleicht dauert es damit nicht ganz so lange. Hat ja ein bisschen mehr Power, theoretisch.
als meine anderen Waffen. Ach, er hat den Kopf schon wieder unten. Ups. Jetzt können wir nochmal gucken. 42, das steigt. Je mehr Kugeln ich auf den losballer, desto besser. Gleich hinüber. Ich habe ganze 100 Kugeln auf ihn verschossen. Jetzt ist er wieder in Deckung. Ah, durch dieses doppelte Feuer ist es echt ein bisschen schwer. Tada, er ist tot. Gott, hat das lang gedauert. Dann einmal nachgeladen. Weil ein oder zwei fehlen uns ja noch. Na komm schon raus. Ich ziele auch gar nicht auf dich. Überhaupt nicht. Du kommst mir ein bisschen zu nah. Wow, ich glaube, jetzt treffe ich gerade ein bisschen besser als vorhin. Ich habe sogar verdammt gut getroffen jetzt gerade. Es waren nur noch 60 Kugeln, die ich verballert habe und keine. Oh, du bist... Already so gut wie tot. Nice. Das müsste das Haus gewesen sein. Ah, guck mal, da komme ich sogar durch die Tür rein. Hm, cool. Ah ne, ich brauche mal eine andere Waffe. Dann hole ich mir nochmal... Munition, also Munition ist voll, Granaten nochmal voll. Nochmal zwei Splittergranaten. Wunderbar. Ping vernetzen. Moment. Komme ich denn auf den rauf? Kopf. Ach so, Moment. Nein, doch. Klar, hacken. Das heißt ja vernetzen. Hack implementiert. Das Video freigeschaltet. Ist er böse? Das war ja cool. Den hat's komplett zerlegt und das nur, weil so eine Energiebatterie bei dem in der Nähe explodiert ist. Das ist sehr interessant. Was genauso interessant ist, dass ich nichts von dem, was ich ja vorhin gesehen habe, die ganzen Kisten und so weiter, die Munition, die Waffen, scheint hier alles nicht irgendwie scannbar zu sein. Das heißt, ich könnte auch Dinge übersehen. Natürlich, ich meine,
Man ist ja nicht unfehlbar, aber die Sicht ist ja theoretisch schon erhöht. So im Allgemeinen habe ich ja diese Fähigkeit schon verbessert. Also. Nach da hinten sind es 160 Meter um den Dreh. Zeigt das Ganze zumindest an. Hier ist der Durchgang. Ja, genau, das Gebäude fällt jetzt langsam zusammen. Ah, Seth. So ein Mist. Warum müssen es unbedingt Seth sein? Könnten das nicht irgendwie normale Einheiten sein? Naja, vielleicht haben wir ja Glück und wir sehen von hier aus ein paar. Nope. Überhaupt nicht. Ach so, Bogen, ja. Was? Keine Munition? Stimmt doch gar nicht. Wir haben nochmal noch 9 Pfeile. Und einer, den ich nicht gescannt hatte. Nicht so gut. Ich bräuchte meine Pfeile wieder. Immer mit auf. Ja, erstmal Pfeile scannen, Gegner scannen. Ich habe keine Munition mehr. Okay. Jo, alles klar. Mist. Warum ist auch das einzige Wirksame gegen die Pfeile? Doof. Achso, jetzt bin ich hier. Alles klar. Ja, ich mache jetzt eine kleine Pause. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.